can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute zurück zu einem neuen FIFA 20 Trading-Tipp. Wir werden uns heute mit einer neuen Methode beschäftigen, die sehr, sehr stark zum Anfang von einem neuen FIFA-Teil ist, beziehungsweise eigentlich konstant übers Jahr, wenn man es ehrlich gesagt genau nimmt. Und zwar sucht ihr euch Spieler raus, die in einer zentralen Position spielen. Sehr, sehr geile Trading-Methode, ich schwöre euch das. Und zwar am besten Stürmer, ZOM, ZDM oder ZM. Was anderes niemals raussuchen. Denn diese Trading-Methode basiert nur auf Spielern, die zentral spielen. Nehmen wir als bestes Beispiel mal einfach einen Stürmer, der relativ bekannt ist, mit Edinson Cavani. Den suchen wir jetzt als ZOM. Denn da wurde er natürlich schon umgewandelt. Ihr müsst euch immer im Kopf überlegen oder auch natürlich nachschauen, wie viel kostet die Umwandlung von ST, also von Stürmer, zu ZOM, zu zentraloffensiver Mittelfeldspieler. Beziehungsweise, ihr könnt natürlich auch gucken nach ZM. Das ist wirklich einer der gesamten in FIFA Trading Methoden, geilsten Trading Methoden, kann man das so sagen, die es wirklich gibt. Das ist eine unfassbar geile Trading Methode. Und da müsst ihr euch einfach umrechnen, was die Umwandlung kostet. Hier gibt es jetzt zum Beispiel bei diesem Spieler nichts. Wir gehen mal weiter mit Lacazette. Lacazette ist aber, glaube ich, relativ teuer. Ich glaube, da lohnt sich's nicht wirklich. Gehen wir weiter mit dem nächsten Spieler. Was gibt's denn? Özil. Özil 10er. Özil suchen wir als 6er. Gibt es aktuell für 13k hier zum Bieten. Es könnte sogar eventuell gehen. 13k, was kostet die normale Karte? Okay. Lohnt sich in dem Fall nicht. Ihr seht, das kostet 5k nur. Also beiseite direkt mit dem nächsten Spieler. Gehen wir weiter mit... was gibt's denn da? Gucken wir einmal so durch. Arthur. Arthur, Stürmer. Gibt's da was? Gibt's sogar was. 4-8. 4-8, da haben wir was, Jungs. Da haben wir was. 4-8. Normale Position. Kostet er, wir schauen uns das kurz an, Arthur, der kostet niemals so viel bestimmt, Arthur kostet, oder? 4, oh doch, Pock, okay, 6k, okay, 6k kostet er, 6k, jetzt müssen wir umrechnen, was kostet die Positionsumstellungskarte für ZM zu ZOM? Gute und wichtige Frage, ZM zu ZOM. Kostet 700. 700. Gehen wir weiter. Mit der nächsten. 700. ZOM zu MS. Die, ich glaube, ich kostet krass viel. Oh Mann, Alter. Ich hasse FIFA. Ich hasse FIFA, Mann. Warte mal kurz. Ah, ne. Habe ich alles drauf. Okay. ZOM zu MS. Ich glaube, die kostet, wie gesagt, echt ordentlich was. Ah, die kostet... Ah, geht sogar. 1000. 1000. Das heißt, wir wären jetzt bei ungefähr 8000 Coins. Auf jeden Fall heißt es dann, wir müssen und so weiter natürlich die anderen Positionen uns noch anschauen. Und dann, habe ich die noch vom anderen Video vorher gehabt. Uns berechnen, das kostet jetzt zum Beispiel, also der Spieler an sich kostet, was waren es? Ich glaube so 6k. Plus die Umrechnung mit den Positionen, mit den Umstellungen von den Positionen, sagen wir einfach mal so 9k, 10k. Das heißt, wir würden jetzt hier maximal auf 9k gehen und würden dann draufstellen für, keine Ahnung, 9,9 zum Beispiel. Sehr geile Trade-Methode, mit der man sehr gut Coins machen kann. Arthur, gucken wir mal kurz nach. Der günstigste Stürmer liegt aktuell bei... Ah, die liegt sogar ein bisschen weniger. Also ihr dürft das nicht auch immer... Stimmt, ihr dürft das nicht auch immer ganz so weit rechnen. Das heißt, wenn natürlich der... Also wenn ihr der Einzige seid, der diesen Spieler anbietet, dann ja, dann könnt ihr diesen Preis so bestimmen. Das könnt ihr machen. Ja, definitiv. Also ihr könnt das immer so teuer machen, wie ihr... wie die Spieler plus Umrechnung kosten würden, wenn ihr der alleinige Anbieter seid. Wenn natürlich nicht,
dann müsst ihr euch natürlich an den Markt, an den Markt richten. Mit 7K, der günstigste. Das heißt, ihr dürft hier, was bieten wir hier maximal? 6,5 ungefähr. 6,5 könnten wir hier maximal bieten. Jetzt denkt ihr euch, warum sollte man sich so einen Spieler als Stürmer kaufen mit 69 Pace? Macht gar keinen Sinn. Es gibt Spieler, die es als sinnvoll empfinden, weil sie dann den Spieler nicht umwandeln müssen selber und können ihn halt so umgewandelt kaufen. Und ja, ihr wisst ja, von den Verlinkungen her kann man das immer so ganz gut machen. Wenn man zum Beispiel dann auf der ZM-Position statt ein Arthur halt dann jetzt, keine Ahnung, einen Stürmer hat, wie zum Beispiel Inaki Williams. Bestes Beispiel. Ne? Würde natürlich machbar sein. Oder eher aus einer anderen Liga, zum Beispiel Lacazette. Deswegen ist das der Grund, warum diese Spiele auch wirklich weggehen. Man denkt immer, macht gar keinen Sinn, würde nicht weggehen, aber doch, die gehen definitiv weg. Das kann ich euch versprechen. Ich spreche da aus jahrelanger Erfahrung, aus jahrelanger Trading-Erfahrung. Deswegen kann ich euch garantieren, dass ihr da definitiv mit Erfolg haben werdet. Und ja, da könnte man zum Beispiel bis 6,5 gehen. Und wir würden damit definitiv dicken Gewinn noch machen. Also, das wird eine sehr, sehr geile Trading-Methode, mit der man wirklich extrem viele Coins machen kann. Ich lege euch die wirklich ans Herzen. Wird wohl eher Sinn machen. Ans Herzen. Und ja, macht das wie gesagt. Wir sind jetzt hier. 4,8 läuft ja jetzt gerade aus. Der günstigste steht bei 7K. Eventuell bekommen wir hier nochmal so ein kleines Beispiel direkt im Stream. Wahrscheinlich im Stream, oder? Im Video hier mit rein. Gucken wir mal kurz rein. 4,9 bieten wir rauf. Ich denke mal nicht, weil Vorführeffekt, ihr wisst das ja. 4,9. Ah, Moment, das funktioniert sogar wirklich. Lel. Grüße gehen raus. Es funktioniert, Jungs. 4,9. Ich denke mal, einen besseren Beweis kann ich euch damit eigentlich nicht liefern, oder? Ich glaube, einen besseren Beweis kann ich euch damit nicht liefern. Der beste, der günstigste liegt bei 7K. Ich habe für 4,9 was da bekommen. Und das umgewandelt schon. Auf jeden Fall, ihr seht, denke ich mal, damit, wie gut diese Trading-Methode funktioniert. Ich hoffe, ich konnte es euch damit zeigen. Ich denke mal, ich habe es euch damit gut gezeigt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Auch natürlich gerne abonnieren, falls ihr neu seid. Haut rein, bis zum nächsten Video. Lasst knacken. Und ciao. Krasses Ding.